Brutus. Komm, ich komme auch nochmal Warframe. Ist lebensgefährlich. Wagen 11, könnt ihr übernehmen? Teddy, kommst du auch nochmal Warframe? Später, ich guck mal, ich guck dann erst das im Chat. Danke, ich schicke euch die ungefähren Koordinaten auf euer Navi. Alle von 1 in den Chat, das sind 2. Sascha 3. 4. Ja. Ja, komm, ey. Dann jetzt richtig. Wie viel Langeweile muss man haben, dass man echt die ganze Zeit nur jetzt fahren wird im Stream? Alter, was ist hier auf der Autobahn los? Das ist so schlimm. Hedy, du musst auch. Darf man nicht bei dir auf dem Spot haben, ne? Oder was? Also, wer weiß, was meine Zahl bedeutet, ist ja irgendwie ein Witze Pro. Wenn du weißt, was das bedeutet, bist du ein richtiger Pro. Was soll denn sein? Du weißt nicht, was 13 ist. Lied, Alter! 180, 4, 6, 4, 6. Wer ist denn unter Jawohl! Ich bin gerade zu blöd. Hey, komisch, dass keiner weiß, was meine Zahl bedeutet. Ja. Jugendsünden. Wer weiß, was meine Zahl bedeutet, nur dass, glaube ich, der Hedy der Einzige ist, der weiß, Lied. Was 13,37 ist. 13,37 ist die Nummer der Elite. Okay, wir sollten jetzt aufhören zu schreiben für den Ich sollte mal mein Fenster zu machen. Dachschräge und Fenster auf einem Regen ist nicht so gut. Ja, stopp doch, man geht echt jetzt nicht. doch, bei dir geht gerade die Welt unter. Ey, guck mal, die ja, Stelle ist halt viel in den Schreib, Alter. Keiner sagt mehr was. Hurra, diese Welt geht unter. Ja, komm, Florian, dir geht doch die Welt immer schwer. Jetzt willst du die Welt so. Momentan, ja. Ich bin mit dir. Kein Geld da. Also gibt bei mir die Welt vierfach nicht. Hä, warte, ich mitmachen. Ich hab 30 Euro im Portemonnaie. Das sind mitmachen. Ich hab in meinem gerade in der. Also, wer macht jetzt noch mit Warframe? So, jetzt kannst du nicht mal reinrechnen. Ich nicht, ich fahr grad Auto. Was? Jetzt ja, Moment, ich hör mal eine Stopfung, bevor ich überhaupt anfange. Warum macht keiner von euch bei meinem Lied weiter? Hey, was denn? Ich hab grad gar nichts mitbekommen. Wir wissen noch nicht, worum es sich genau handelt. Wagen 8, könnt ihr das übernehmen? Da lest doch einfach ohne die große Zahl. Da hab ich auch angefangen. Grad, oh ja, kommt halt wieder rein. Grad aufs Fahren konzentrieren. What the fuck, da wäre ich fast in den LKW reingerauscht. Erst einmal. Oh, ich glaube, jetzt habe ich es gegeben. Weil der blöde Penner meinte einfach nach links Kilian auszuscheren. Eine kurze Anmerkung. Jeder auf dem Server verdient eigentlich mehr als 2000 alle 6 Stunden. Das sind 8000 alle, 80.000 alle 24 Stunden. Also pro Tag. Ah ne, 8000 pro Tag. Ja. Und mit dem Gehalt verdient man 248 in einem Monat. So, und jetzt sagt mir mal bitte, warum ihr die Rechnung nicht bezahlen wollt. Ich denke, das tauscht sogar noch wenig. Oh, jetzt kommt ja unterwegs. Lest mal ein paar Texte drüber. In den letzten von Jakob, wo er gesagt hat, Berlin ist geil. Lest das mal laut vor. Was soll ich lesen? Über Fridolin hat nochmal Jakob geschrieben mit Berlin ist geil. Ja, grüne bei meiner Heimat. Und drunter. Wo ist das? Oh nein! Das, was ich geschrieben hab, du Idiot!
Sieh, da geht sie erst! Die Dachte rufen, Mann! Komm doch aus dem Quark, Mann! Mein Auto ändert sich kein Gehalt. Hä? Ich weiß bei dem, was hier nie wirklich Wasser nun ist. Guck mal, ey! Ohne Schätze, Jakob hat sich drauf eingelassen, alle 7 Tage 500 Dollar zu zahlen. Das ist echt nicht viel. Da habe ich mich sogar mit Finn drüber unterhalten, dass er gesagt hat, so 500 Dollar, wäre das echt als Strom und so, also mit den Tarifen, alle Strom und alles geplant, nicht was geht. Weil ohne Witz, Alter, wir verdienen alle viel zu viel Geld. Was? Viel zu viel Geld? Ich verdiene 1,9. Ja, siehst du? Alle müssen, ich verdiene 4.600. Wenn du nicht zahlst, darfst du dementsprechend gewisse Sachen nicht nutzen. Machst du es trotzdem, ist eine Verwarnung. Und wenn du dir genug Gewerbe hast, darfst du dir für ein paar Tage freinehmen. Soll die Fresse halten? Ich besitze nichts, was ich zahlen soll. Kein Haus, nichts. Du sollst die Schnauze halten, endlich. Ansonsten weiß ich den mal richtig zurecht. Und bringe mal bei, wie man RP spielt. 124,2. Hätte damit nicht die nächsten 2 Wochen dran. Und los. Doch mal 100 aus 12. Ja, wir tun jetzt. Hotel Trivago! Also, Handy, dann lass das so machen, dass wir uns halt immer abwechseln. Gute Arbeit. Komm mal. Oh, aussteigen blockiert. Nicht in der Erde. Dann machen wir halt die Straße dicht, mir egal. Hallo. Wie gleich Tasche reingeschaut. Da sage ich nicht nein. Ja, warum auch? Warum soll ich denn reinschalten? Wieso, wenn du 2 nebeneinander stehende Container zusammenschweißt, in der Mitte den Durchbruch machst drinnen, du hast genug Platz. Du hast zwar kein Bad und keine Küche, aber definitiv wohnen und Haben Sie etwas getrunken? Oder im alten Flugzeug. Oder bei... Haben in Sie dem Moment muss ich andere Betäubungsmittel konsumiert? Nein, auf keinen Fall. Machen wir jetzt eine WG auf? Zeigen Sie mir bitte Führer und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue sie mir direkt mal an. Schade, wäre Mika doch drin, hätte ich gesagt. Mika, nimm das Hundehütte. Und jetzt kommt Fridolin wieder. Und ich schätze, jetzt kommt Killian wieder. Toll, in einer Woche sind von 12 Leuten im RP 8 auf dem Schrottplatz. Und genau so deswegen wollten die wahrscheinlich nicht, dass wir den Schrottplatz wieder Weg kriegen. Auf. Gut, ist also, mach halt einen Weg auf. Mach einen Weg auf. Hey Gott, Alter, Junge! Warum hab ich da eine Frage? Ach, egal. Und ich glaub. Ich bin gerade so. Warum Akt auf dem Schrottplatz? Der Schrottplatz ist beliebt. Nee. Wir sind einfach als Klick auf dem Schrottplatz. Und wir sind schon. Okay. Weg auf welchen Namen? Ja, will ich mal sehen, dass heute, wenn wir in RP sind, Akt auf dem Schrottplatz sind. Das ist nämlich schon ich da oben. Oh, ne, ey, ich steck mit Autoseite 800 Schilder am Schrottplatz. Und Florian, vergiss Florian nicht. Der ist ja bei sich da, na gut, aber da bei uns soll er ja nicht reinfallen. Wenn's sich schlechtert auf dem Server, dann werde ich die Firma verkaufen, mein ganzes Geld an eine Bank schicken und dann vom Server gehen. Und nur noch auf dem Backup-Server sein. Also, ja, wahrscheinlich wieder dann mir, ne, Flo? Yep. Meine ich doch. Aber nur einen Anteil. Wow. Den anderen kriegt Teddy? Yep. Es bleibt was krieg ich? Ich hab jetzt nicht zugehört, sorry. Was krieg ich? Also ich krieg nur einen Anteil, den Rest kriegst du. Also 50-50 ist ja ich ein. Ja. Teddy bleibt so oder so bei uns. Guck mal rein in Discord. Ja, ich weiß, deswegen hab ich das doch gesagt. Hab das gefunden. Geh mal vor, tue einmal F und einmal hoch. Das war so lieb. Alter, das ist gerade auch wie Abstoff nach außen mehr. Da war die Filzhunde mit. Ich glaube, du musst den am Schwanz ziehen, damit er wieder angeht. Warface ist red, ne? Ja, 2020, die Welt geht unter. Offen, der Pizza war auf.
Geh mal kurz was zu trinken holen. Da ist es doch. Kiri, sagst du wieder? Echt jetzt? Hier fällt es in mir. Warte mal. Haben Sie etwas getrunken? Ehrlich, Harry, was bringt das? Das ist schon was Generatoren bei Rauern, kostet auch eine extra Gebühr und lange halte die Dinger auch nicht. Entweder wir einigen uns auf etwas oder wir schaffen alles ab at everyone. So, so Leute, macht mit. Ihr Reifenprofil. Warum sollte der Schrott? Wirklich? Danke fürs Bescheid sagen. Ich werde mich um neue Reifen kümmern. Ewig schon drei Tage. Wie viele 100 Stück? Ihr Verbandskasten ist abgelaufen. Okay, dann kaufe ich halt einen neuen. Ach, was ist wieder mit dabei? Hab ich nicht mitbekommen. Nein, glaub mir, ich werd den noch richtig auseinanderrupfen mit dem Strom und alles drum und dran. Ich will mir das Elektrizitätswerk nämlich kaufen. So. Ich wenn ich weiß das besitze, aber auch, würde ich 10% von seinem kompletten Einkommen haben. Ja. Das heißt, 40% hat er schon mal weg. Sie können nun weiterfahren, aber ich weiß, warum Sie uns den Schrottclub wieder, wie gesagt, nicht geben wollten. Weil wir wieder viel zu viel Scheiß und Ideen haben? Nee. Und weil einfach mehr als die Hälfte oder die Hälfte halt wieder auf dem Schrottplatz rumgeiert. Also unsere Truppe. Nein! Und damit kommt Killian nicht klar. Damit kommt Killian nicht klar. Womit kommt Killian nicht klar? Dass wir den Schrottplatz wieder haben. Und weil wir dann seiner Meinung nach alle wieder auf dem Schrottplatz sind. Nee, ich bleib schön in der Stadt. So. Er kommt ja eh nur ab und zu, also du jetzt, das ist. Und ich komme auch nur ab und zu. Nö, und wenn ich mal zu denen hinkomme, dann ist es meistens immer, dass mich irgendeiner von denen am Flughafen abholen muss. Hier in Sandy Shores. Ja. Ist weil ich da schon mit der Maschine anfliege. Sag doch keiner. Übelster Lag. Doch. Och nö, ist Killy jetzt wieder hier mit dabei? Der Hund, ey. Der backt doch wieder ab. Nee, lass doch Killy in Ruhe! Ich bin ja, warte, ich muss dann sagen, lass dich doch auf selber in Ruhe! Was? Boah, ohne Scherz! Also, ich muss beenden. Ja, jawohl! Definitiv.